Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Und wir wollten mit der Nasty sprechen. Das war doch letztens die, die uns zu dieser komischen Spinne gebracht hat, oder? Schauen wir mal, was dieses Mal hat. Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Komm mit. Mhm. Da ist er, El Colossaro, der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Aha. Beweg deinen Arsch. Aha. Ja, nee, ist klar. Kann ich von da drüben vielleicht? Oh, da liegt... Das holen wir uns später. Kommen wir von da hin? Schauen wir mal kurz. 2. Zu kurz. Jetzt ist die Frage, treffe ich die oder nicht? Ich weiß es nicht. Da unten ist auch einer. Den treffe ich offensichtlich da unten. 6er. Okay. Eventuell kriegen wir noch mal ein bisschen weiter. Ja, so ist gut. Jetzt sieht man zumindest. Ja. Oh, er ist ja bald. Ja. Sehr gut. Okay. Also doch, bei dem kostet das ein bisschen was an Leben. Der ist einmal hinüber. Da ist noch irgendwo einer. Ich höre ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Ach, da. Oh! Hm. Das ist okay da drüben. Da kannst du stehen bleiben. Das ist gut so. So. Der ist auch tot. Okay. Keine Munition mehr. Mhm.
Wir haben doch dieses hier. Was passiert, wenn wir da jetzt schießen? Okay, dann haben wir da einen. Die nächste beschäftigt sich da unten mit dem nächsten. Na komm. Der ist hinüber. Oh. Kann man das nehmen an? Der will Steine schmeißen, oder was? Boah. Passt. Alles gut. Das ist sehr gut. Ja? Schmeißt du Steine? Das ist schön, wenn du Steine schmeißt. Mein Gutes interessiert mich zwar nicht, aber... Na bumm. Der steckt ordentlich ein. Keine Munition mehr. So. Na Mann. Na, viel Leben hat er nicht mehr. Na komm. Wo steckt eigentlich die Nasty? Ich meine, der ist ja offensichtlich auf mich aggro grad. Fertig. Okay. Da hatten wir zwei Leichen. Dankeschön. Dankeschön. Eisenerz, danke. Ist da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Nichts mehr. Da ist ein Heiltrank. Ach, das sind Kisten. Okay. Na du Dicki. Ohren, Zähne, Kralle. Na gut. Dankeschön. Dankeschön. Nehmen wir auch mit. Da oben steht die Nasty.
Okay. Rohes Fleisch zwischen lauter Skeletten. Mahlzeit. Aber gut, wer wird sich so einstellen? Wir haben ja eine Katastrophe hinter uns. Wir nehmen alles. Quasi. Man darf halt hier nicht wählerisch sein. So. Na gut, Nesti. Hast du jetzt genug? Das war ja ein Kinderspiel. Das nächste Mal will ich gefälligst einen würdigen Gegner. Ach ja? Ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit unseren Läufern sprechen. Machen sich in die Hose vor diesem altersschwachen Reptil. Tja. Alles okay? Ja, ja. Das war ziemlich leichtsinnig. Ach, komm schon. So ein bisschen Spaß. Das Vieh hätte dich genauso gut töten können. Tja, aber hat es nicht. Also hör auf, mir Vorschriften zu machen, klar? Kommt da noch mehr von dieser Art Aktion? Ich will endlich eine richtige Herausforderung. Nicht diese Opfer. Jemanden wie dich könnte ich gut gebrauchen. Du willst, dass ich für dich arbeite? Ernsthaft? Naja, nicht direkt für mich. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst mir erstmal einen Job mit einer würdigen Herausforderung. Ich kämpfe gegen die Elixituren. Ist das Herausforderung genug? Das machen ja sogar die Kleriker. Keine Ahnung, was dich dazu bewogen hat, bei ihnen anzuheuern, aber... Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, mich diesen Fanatikern ohne ein größeres Ziel anzuschließen. Komm, sie haben ein größeres Ziel. Schlachtplan vorweisen kannst. Dann sprechen wir vielleicht noch einmal darüber. Der Judikator Ulbricht plant in Ignadon eine Großoffensive gegen die Alps. Ach ja? Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Er sucht einen Feldherrn, der einen Teil seiner Armee dabei anführen soll. Kennst du jemanden, der eine Kampftruppe anführen kann und sich für den Job freiwillig melden würde? Soll Ignadon brennen, dann hätten wir endlich erreicht, was wir wollen. Tut mir leid, aber wir stehen einfach nicht auf euch, Technik-Freaks. Okay, vergessen wir das. Hey, warte mal. Was genau hat dieser Mistkerl denn vor? Er will den Konverter in Ignadon angreifen. So viel ich weiß, ist das Ding besonders gut bewacht. Bis unter die Decke vollgestopft mit Kampftruppen und Maschinen der Alps. Hab ich auch gehört. Sind die Jungs da drüben echt schon so verzweifelt, dass sie einem Outlaw ihre Kampfmaschinen anvertrauen würden? Und wenn es so wäre? Wahnsinnige! Das gibt eine Materialschlacht! Ich bin dabei! Du? Halt die Fresse, du Penner! Wer glaubst du, hat die Jungs hier angeführt, als wir uns diesen Stützpunkt hier unter den Nagel gerissen haben? Der Duke? Ha, nein, mein Junge. Ohne mich würde er immer noch in dem Loch verrotten, in dem wir früher gelebt haben. Hört sich so an, als hätte meine Suche Erfolg. Ja, ja, ich kenne euch, Kleriker. Mir ist schon klar, dass ihr keine Elex-verseuchte Schlampe an eure Maschinen lassen würdet. Ja. Ich verkaufe den Mist, den wir hier produzieren, aber ich nehme ihn nicht. In Ordnung. Ich werde sehen, kann sich sowas wie Suggestion oder was heißt dieses Arsch will ich in meiner Truppe Dings sehen, immer. Dass das schon mal klar ist. Ich mache mich sofort auf den Weg zum Hort. Also, lass mich nicht warten, das würde dir nicht bekommen. Ja, ja, natürlich. So, wo ist jetzt eigentlich der Falk? Wo bin ich? Karte. Da bin ich, okay. Gibt es da einen Teleporter in der Nähe? Schauen wir doch mal. Pestratte? Noch ein paar Viecher.
Na komm. Klettern, genau. Ah. Nehmen wir uns. Was haben wir da? Schauen wir da mal rein. Schauen wir mal rein. Dietrich. Würfelbrocken. Messer. Elextrank. Schlafsack brauchen wir nicht. Nein, dem Büro. Ja, gemütlich hinsetzen und entspannen. Ist da noch was? Nee, nur der Schlafsack. Gut. Metallschrott, der schadet nie. So. Da geht's nach oben. Und nach unten. Was haben wir da? Eine Reisetasche, Energieriegel. Okay. Eine Zigarette und ein Schlafsack. Okay, so. Ich habe gesehen, wir haben Elex-Trink gekriegt, oder? Da war ja was. Elex-Trank. Okay, es war nur der eine. Aber immerhin einer. So, welchen Level haben wir jetzt eigentlich? Level 18, halb 19, okay. Fehlen uns immer noch 6 Level. Die hätte ich gern, bevor ich diese Schlacht mache. Hm. Keine Munition mehr. Also einmal 9, einmal 6 und weiter geht's. Edge Badge. Hast du geschossen? Okay, da muss ich zum Looten runter. Machen wir das mal eben. Oh, lohnt sich ja. So, die Reisetasche haben wir schon geleert. Einmal wieder hoch. Nochmal hoch. Nochmal hoch. Da kriegt man einen Dreckreisel dabei. Einmal Energie sammeln. Da hinten ist noch einer. Ich weiß ja nicht, ob ich die treffe. Die Entfernung doof.
Nee, so offensichtlich nicht.